Na, hol mal Kaffee bitte. Cappuccino. Ist wie zu Hause hier. Guten Morgen. Für uns hat der Tag ziemlich früh angefangen. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir müssen noch zwei Arbeitskolleginnen abholen, die mitnehmen. Und ja, ich denke, wir werden so 2-3 Stunden fahren. Und dann geht's los. Ich freue mich. Ist euer Mann auch so? Du bist hohl. Der macht mit mir was aus. Ich mache das mit den anderen aus. Und er macht aber mit den anderen was ganz, ganz anderes aus. Ohne es mir zu sagen. Jedes Mal. Hohl. Schatz, wie ist es mit 3 Frauen im Auto? Die eine will's warm, die andere will's kalt. Und ich mach's allen die recht, eine will So, hol mal Kaffee bitte. Cappuccino. Ist wie zu Hause hier. Bin ich ein Star, meine Wucke wird gepumpt und Jungs da um sich, wenn sie fahren. Bum, bum. Zum Glück ist jetzt der Junge wieder da und ich erfülle den Vertrag, sonst sind Bullen an meinem Arsch. Denn es dreht sich um Banner und ich hunger nicht nochmal. Sei gewarnt, eine Gelegenheit entpuppt sich als Gefahr. Denn ich ging schon diesen Weg, als ich noch unter 18 war. Mit nem Rucksack voller Gras durch den Untergrund Gras. Ich bin Hase, was das Buckeln war. Die muss spielen, an denen ich mitverdien. 7-6, ich bin noch hier, ich denke den zu tief. Und offensichtlich hat mir meine Liebste das noch nicht verziehen. Bitter Sweet Symphony, du glaub ich an mir, oder get mal für immer an der Ecke für immer. Keiner hat unserem Vorgesetzten zugehört. Wenn er sagt, ihr könnt noch nicht einchecken und alle hier ihre Koffer. Ja, aber wir brauchen noch keine Koffer dafür. Es fühlt sich an wie so ein Schulausflug. Bin ich mal gespannt. Ja, du trägst aber die Koffer zurück. Unser schönes Zimmerchen. Ich rede nicht mit dir. So. Hier haben wir auch einen schönen Balkon, den zeige ich euch auch gleich. Okay, wenn ich natürlich. So muss ich das machen. So, hat eine angenehme Anreise. Und ja, bald geht's los. Wir sind echt gespannt, was uns jetzt die 3 Tage hier erwartet. Das ganze Team, wir sind übrigens 70 Personen in der Akademie, aber sind nicht alle da. Und ich glaube, das wird informativ. Bis später. So, wir haben jetzt eine Gruppenaufgabe und zwar müssen wir einen Wert erklären in Form von Pantomime. Ich bin jetzt echt gespannt, was für einen Wert wir bekommen. Ja! Das Superteam. Wir haben das Superteam. Das ist zum Beispiel ein freundliches Gespräch. Okay. Das ist unser Wert. Und das müssen wir jetzt als Gruppe anhand von Pantomime erklären. Was dürfen wir nicht machen? Wir dürfen keine freundlichen Wörter tun. Okay. Ich bin jetzt echt gespannt, wie wir das hinkriegen.
ist gut, dass der Weg ein bisschen länger war, dass ich mich wieder ein bisschen sammeln kann. Das ist schon ganz, ganz klasse, was ich da gehört habe. Was ihr gesagt habt, wie ihr es gesagt habt, was da so zwischen den Zeilen noch mitschwingt. Der erste Tag ist geschafft, zumindest ja, der Arbeitsteil. Ich muss ehrlich sagen, es ist richtig geil gewesen, auch mal so ja, in die Zukunft zu schauen, auch mal so ins ganze Unternehmen zu blicken. Was machen die anderen Kollegen? Wie, an was arbeiten die? An welchen Zielen arbeiten die? Wie sieht der Tagesablauf aus? Und ja, was kann man noch optimieren? Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr interessant, um einfach mal so ein Gesamtbild auch von allem zu bekommen. Und ja, hat eine ganz, ganz, ganz tolle Atmosphäre gegeben und wir ruhen uns jetzt ein bisschen aus und dann geht's zum Grillabend. Dann nehme ich euch natürlich mit. Er hat gerade voll schön gesungen, aber er möchte nicht für euch singen. Komm, Schatz, sing. Ihr Penner zahlt nicht mal GEMA-Gebühren. Was soll ich jetzt zahlen? So, wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Wir haben gerade lecker gegessen. Und mal schauen, was wir noch machen. Video, es kommt alles online. Was für online? Doch, ich schwöre. Ja. Hallo. Ich laufe hier mit unseren Lieblingsarbeitskollegen. War gelungen. Durch das wunderschöne. Pablo, sein Spitzname ist Inception, weil der kann sogar schlafen, während er schläft. Der schläft im Schlaf. Inception, Alter. Wir laufen durch das wunderschöne Bad Nauheim. Bad Nauheim heißt das, oder? Das ist eine. Na egal, ich google das nachher mal, wo wir sind. Also wer mal hier ist, sollte sich dieses schöne Städtchen anschauen. Wirklich sehr, sehr schön. Und diesen wunderschönen Mann hier. Sebastian Kneipp. Achso, nicht mal. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. We'll be right back.
So, meine Lieben, 2,5 oder 2 Tage wirklich durchgepowert. Ganz, ganz, ganz viel Neues gelernt, eine Strategie für die nächsten 5 Jahre mal so ausgearbeitet, Ideen gesammelt, ganz, ganz, ganz tolle Menschen näher kennengelernt. Das habe ich die letzten 2 Tage gemacht und es war wunderschön. Ich muss ehrlich sagen, hat sich so ein bisschen angefühlt wie Fortbildung, Klassenfahrt, Urlaub mit Freunden. Also es war so eine Mischung aus allem. Wir haben sehr, sehr viel gelacht, sehr viel gelernt und auch viel gegessen. Ja, also für alle, die irgendwie selbst vielleicht ein Unternehmen haben, ich würde euch das empfehlen, das wirklich regelmäßig zu machen mit euren Mitarbeitern, denn das gibt so einen richtigen Team-Spirit und meistens ist es ja so, dass man einfach mit den Leuten zusammen oder mit den Leuten, mit denen man arbeitet, irgendwie was zu tun hat, aber so, ja, der Rest der Firma, den kennt man irgendwie, aber irgendwie auch nicht, weil man nicht viel mit ihm arbeitet oder ja, groß redet oder sonst was. Und das hat mir wirklich auch mal so gezeigt, was machen die anderen Jungs und Mädels aus dem Marketingbereich und wie gehen die vor, warum machen die gewisse Dinge. Und es gibt mir ein viel, viel größeres Verständnis für das Ganze. Ich kann euch sagen, ihr dürft gefasst sein auf alles, was noch kommt von der Bodo Schäfer Akademie. Wir haben eine richtig geile Truppe, ganz, ganz, ganz viel Man- und Woman-Power. Und die wirklich, ja, die Welt zu einem schöneren Ort machen wollen, das sage ich ja immer. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass ich hier ein Teil davon sein kann. Und das freut mich und da bin ich sehr, sehr dankbar für, wenn ich überlege, wo ich vor einem Jahr noch gewesen bin, welche Perspektive ich da hatte und wo ich halt heute stehe. Es ist immens und das habe ich nur geschafft, weil ich die Chance einfach ergriffen habe. Die Chance in einer perspektivlosen Zeit bei uns, die war da, die hat natürlich eine ganz, ganz große Veränderung von uns. Ich musste dafür eine ganz, ganz große Veränderung eben eingehen und diesen Schritt auch wagen. Aber das ist es. Ich meine, Veränderung ist Fortbewegung, Veränderung ist Entwicklung. Und ja, wer sich nicht entwickelt, wer nicht wächst, der stirbt einfach. So ist es in der Natur und so ist es bei uns als Persönlichkeit eben auch. Deshalb mein Tipp an euch. Macht was, geht neue Wege, wenn ihr unzufrieden seid. Verändert euch, entwickelt euch weiter. Lernt, lernt, lernt in allen verschiedenen Bereichen. Und hey, dann hat das Leben so viele Chancen für euch. Und dann lernt ihr vor allem auch diese Chancen wahrzunehmen. Denn oft sehen wir sie gar nicht. Und ja, ich hoffe, dieser Einblick hat euch gefallen. Ja, ein gelungenes Wochenende. Ich bedanke mich bei allen, die dafür gesorgt haben, dass wir das machen können. Und verabschiede mich jetzt. Wir fahren nach Hause zu unseren Babys und seid gespannt auf das nächste Video. Und nicht vergessen, Abo, Like, Kommentar, alles in einem All-Inclusive-Paket bitte. Und dann sehen wir uns das nächste Mal.